Was ist eigentlich ein NAS? Viele denken bei einem Netzwerkspeicher vor allem an eine andere Art von externer Festplatte, auf dem Daten gesichert werden, für die auf dem eigenen Rechner gerade kein Platz mehr ist. Aber ein NAS kann noch viel mehr sein. Zum Beispiel eine private Cloud, ein Filmserver oder einfach ein unsichtbarer Computer, der dafür sorgt, dass eure Daten immer genau dort sind, wo ihr sie gerade braucht. Wir zeigen euch 5 coole Dinge plus noch eine weitere, die ihr mit so einem Gerät hier machen könnt. Herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Vera und das hier sind verschiedene NAS-Systeme, also Netzwerkspeicher, die ihr in euer Heimnetz integrieren könnt und auf die ihr von all euren Geräten, also Computer, Smartphone, Tablet, Fernseher, teilweise sogar Konsolen, zugreifen könnt. Und das hier ist eine WD MyCloud von Western Digital. Zudem haben wir schon mal ein gesondertes Video gemacht. Das findet ihr hier rechts oben verlinkt. Und das hier ist ein 2-Bay NAS von TerraMaster. Und hier in der Mitte haben wir eine DS220 Plus von Synology, die wir in diesem Video als Beispiel nehmen werden. Was ist darauf gespeichert? Naja, alles, was ihr wollt. Und was könnt ihr damit machen? Ziemlich viel. Ganz nach euren Bedürfnissen und auch Geschmäckern. NAS-Systeme wie diese hier sind halt sehr vielseitig und erlauben euch ganz unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Ihr könnt sie verwenden, um einfach Daten extern zu speichern oder um Dateien zwischen euren Geräten auszutauschen. Ihr könnt auch eine private Cloud für eure Fotos einrichten oder auch eine Videodatenbank für euer Heimkino anlegen. Ihr könnt sie sogar benutzen, um riesige Datenmengen sicher und zuverlässig von einem Ort zu einem ganz anderen zu übertragen und das so gut wie automatisch. Und dieses Video richtet sich vor allen Dingen an NAS-Einsteiger oder Leute, die überlegen, ob sie sich so ein System hier zulegen sollten. Und wir zeigen euch deshalb 5 Anwendungsszenarien plus noch eine weitere, für die sich ein NAS auf jeden Fall lohnen kann. Auf einem NAS könnt ihr Daten sichern, für die auf eurem Computer kein Platz mehr ist und auf die ihr trotzdem jederzeit Zugriff haben wollt. Dafür könnt ihr zwar auch so eine externe Festplatte benutzen, wie diese hier, die hat aber auch einen Nachteil. Wenn die hier nämlich kaputt geht und Festplatten haben jetzt keine unbegrenzte Lebensdauer, dann sind eure Daten eben auch weg. Die meisten NAS-Systeme sind da anders. Je nach Ausführung stecken hier meist 2 Festplatten oder auch mehr drin. Und für diese Festplatten könnt ihr bei der Einrichtung des NAS ein sogenanntes RAID-Level, in diesem Fall RAID 1, auswählen. Dabei werden die Festplatten nämlich gespiegelt. Das heißt, alle Daten, die ihr auf einem solchen NAS hier speichert, sind doppelt vorhanden. Und zwar auf beiden Platten. Hier sind nämlich 2 davon drin. Fällt also eine aus, sind eure Daten nicht verloren, sondern ihr tauscht dann einfach diese kaputte Platte aus und macht einfach weiter. Für NAS-Systeme gibt es übrigens besondere Festplatten, wie diese hier, das sind WD-RED. Die sind etwa für den Dauerbetrieb für ein NAS optimiert. Denn ja, ein NAS läuft normalerweise rund um die Uhr und wird nicht wie ein Computer zwischendurch mal ausgeschaltet. Eine zweite coole Sache, die ich auch immer zu Hause mache, ist der Datenaustausch zwischen einem MacBook und einem Windows-PC. Man kriegt ja normalerweise nicht so wirklich einfach Daten von einem Laptop zum anderen rübergeschoben, vor allen Dingen, wenn auf den beiden Laptops eben unterschiedliche Betriebssysteme drauf sind. Deshalb, man kann die Daten auch einfach über das NAS quasi zwischen den Rechnern austauschen. Und dazu habe ich mir jetzt hier mal so einen Ordner angelegt, Datenaustausch. Kreativ wie wir sind. Hier liegen auch schon ein paar Bilder drauf von meinem Hund Oscar und die sollten wir jetzt auch auf dem anderen Rechner zu sehen bekommen. Und dann suchen wir uns hier in unserem Netzwerk, hier im Datei Explorer, eben unser NAS raus, suchen den Ordner mit dem Datenaustausch und hier sind die Bilder, wenn man sie denn auch mal groß sehen will. Da, süß, ne? Die elegantere Lösung ist aber, wenn ihr das regelmäßig machen wollt, dass ihr euch diesen Ordner, wo ihr die Daten austauscht, hier in eurer Netzwerkübersicht einfach hinlegt. Dafür geht ihr hier auf dieser PC, dann geht ihr hier oben auf das 3-Punkte-Menü und dann auf Netzlaufwerk verbinden. Und da suchen wir uns jetzt hier diesen Ordner raus, eben hier wieder unser NAS, dann hier Datenaustausch, okay, fertigstellen. Und dann öffnet sich hier direkt unser Ordner. Aber viel wichtiger, ihr habt das hier als Laufwerk in eurer Übersicht im Datei Explorer angezeigt.
Eine Sache, für die sich NAS-Systeme ganz besonders gut eignen, sind Backups. Warum macht man Backups? Naja, mir ist zum Beispiel letztes Jahr mein MacBook abgeraucht, komplett, und alle meine Daten waren quasi futsch an dem Ding. Ich kam da nicht mehr drauf. Zum Glück hatte ich aber ein Backup auf meinem NAS gemacht und konnte dann diesen Laptop hier mit genau diesem Backup eben neu einrichten. Also Backups sind wichtig, deshalb gehen wir jetzt hier mal auf die Weboberfläche von unserem NAS und legen als erstes einen Time Machine Ordner an, wo eben Time Machine, also hier dieses Backup-System integriert im Mac, automatisch die Backups hinterlegt. Das heißt, wir gehen einmal hier in die Systemsteuerung, gehen dann auf freigegebene Ordner und erstellen einen neuen Ordner. Den nennen wir jetzt mal Time Machine Backup. Sehr kreativ. So, und wir wählen dazu die Volume 1 aus, klicken hier auf Weiter. Ich lege jetzt mal keine maximale Speicherkapazität an, denn wir ballern da jetzt einfach alles drauf, was ich hier habe auf meinem Mac. Das sind ziemlich viele Daten. Und das hier ist jetzt wichtig. Wir können jetzt nämlich Benutzerberechtigungen festlegen. Und dazu sagen wir einmal, dass der Admin da natürlich lesen und schreiben darf. Wir klicken jetzt aber erstmal überall Lesen und Schreiben an. Und dann übernehmen wir das so. Und dann ist der Ordner für das Time Machine Backup eingerichtet. Dazu wählen wir jetzt hier mal das NAS aus als Sicherungsort. Das sollte ja dann im gleichen Netzwerk auftauchen, wenn beide Geräte eben im gleichen WLAN drin sind. Und dann wählen wir hier diesen Ordner aus, den wir eben gerade erstellt haben, und drücken dann hier auf Verwenden. So, und dann müssen wir hier noch unsere Anmeldedaten für das NAS eingeben, beziehungsweise für den Benutzer, wo eben jetzt dieser Ordner erstellt wurde. Deswegen haben wir ja auch bei allen Benutzern quasi die Rechte verteilt. Und ja, jetzt sollte Time Machine mit dem Backup anfangen. Wenn euch also mal genau sowas wie mir vor einem Jahr passieren sollte, dass euch ein Rechner abbraucht und ihr einen neuen aufsetzen müsst, dann spielt ihr einfach das Backup beim Einrichtungsprozess dieses neuen Laptops einfach auf das MacBook oder irgendeinen anderen Rechner dann eben ein. Und dann solltet ihr auf genau den gleichen Stand sein, wie eben diese Sicherung zu dem Zeitpunkt, als ihr sie erstellt habt. Ihr könnt euer NAS-System auch als eigene Cloud einrichten, zum Beispiel für Fotos, wenn ihr eben nicht wollt, dass eure eigenen Fotos auf anderen Cloud-Diensten von Apple, Microsoft, Google, sonst wo landen. Dann könnt ihr das ganz einfach auf eurem NAS-System lokal abspeichern. Und dazu hat Synology zum Beispiel verschiedene Apps, die ihr installieren könnt. Es gibt eine spezielle App für Fotos. Hier erstmal ist dieser kleine App Store. Klein ist gut, der ist nämlich sehr, sehr riesig. Also es gibt viele verschiedene Apps für ein NAS-System. Und wir haben hier mal Synology Fotos eingerichtet. Die dazu passende App gibt es natürlich auch für Android und iOS. Und ihr könnt auch einstellen, dass dann eben die Bilder, die ihr hier auf dem Handy habt, direkt dort hochgeladen werden. Beziehungsweise auch neue Bilder, die ihr macht, dass die auch direkt in eurer privaten Cloud landen. Und das können wir jetzt auch mal ausprobieren. Ich mache mal kurz ein hübsches Foto von mir. So, und das sollte jetzt eigentlich direkt hier in unserer kleinen privaten Cloud auftauchen. Und es ist jetzt schon auf dem Handy hier in der Synology Photos App und auch hier auf dem Rechner. Es ist da, so schnell geht's. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie ihr eure private Foto-Cloud mit einem NAS-System einrichtet, dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das haben wir euch hier oben rechts verlinkt. Ihr könnt aber nicht nur Fotos auf eurem NAS speichern, sondern auch eine Filmdatenbank anlegen. Und das machen wir jetzt auch mal für unser Heimkino. Na klar. Wir legen also zuerst mal hier einen Ordner an auf unserem NAS. Also wir öffnen hier die FileStation, dann öffnen wir das Verzeichnis Video hier und dann erstellen wir einen Ordner und geben dem Ganzen einen Namen. In unserem Fall hier mal Filme. So. Und jetzt kopieren wir unsere Filme von dem
ja, von der USB-Festplatte, die jetzt am NAS angesteckt ist, auf unser NAS-System hier, und zwar in diesen gerade erstellten Ordner Filme. Das Ganze dauert natürlich einen Moment, aber jetzt sind unsere Filme hier auf dem NAS drauf. Zum Abspielen benötigen wir allerdings noch eine App. Und wir installieren uns hier die App Video Station und starten sie einmal. Die ist hier natürlich schon drauf, klar. So, und hier müssen wir unseren Ordner mit den Filmen erstmal indizieren. Das heißt, mit der Datenbank der App halt selbst verknüpfen. Dazu gehen wir hier auf Film und drücken auf das Plus-Symbol. Und jetzt suchen wir unter Durchsuchen nach dem Ordner. Und wir stellen hier auch noch die Sprache um. Deutsch natürlich. Und jetzt bestätigen wir das Ganze. Und jetzt wird der Ordner indiziert, was dann auch wieder mal ein paar Minuten dauert. Aber jetzt tauchen die Filme hier schon auf. Und sobald der Vorgang fertig ist, werden eure Filme in der Videostation angezeigt. Aber wir wollen die Filme ja nicht hier gucken, sondern auf dem Fernseher. Wenn ihr dann so eine Filmdatenbank auf eurem NAS-System habt, dann wollt ihr das ja wahrscheinlich auch eher auf einem Fernseher schauen als auf so einem kleinen Laptop. Und für die meisten Smart-TV-Betriebssysteme gibt es die DS-Video-App von Synology auch so zum Download. Das heißt, wir gehen hier einmal drauf und dann sollte unsere Videodatenbank nach der Anmeldung hier in unserem NAS-System, also ihr gebt dann einfach die Anmeldedaten für euer NAS ein und dann sollte das hier auch direkt aufploppen und da sehen wir es auch schon. Die Filme, die wir hier rübergezogen haben, die sind auch schon da. Man kann einfach mal hier reinschauen, wiedergeben. Ja. Dauert kurz, aber es läuft. Wenn man jetzt hier mal so einen Film ausgewählt hat, dann sieht das natürlich alles nicht so schön aus. Ihr könnt aber die ganzen Metadaten, also zum Beispiel sowas wie ein Filmplakat oder die Besetzung von dem Film, könnt ihr alles noch in dem NAS-System selber hinzufügen, sodass es dann hier eben auch auftaucht, sodass es alles ein bisschen schöner aussieht als, ja, das. Ich hatte ja gesagt, dass wir 5 Anwendungsszenarien für das NAS-System einmal durchgehen, plus ein extra Szenario, was uns hier bei TurnOn direkt betrifft. Denn hier bei TurnOn produzieren wir pro Woche mehrere 100 GB an Daten. Ich meine, wir haben hier 2 Kameras, manchmal sogar 3, und da kommen einfach unfassbar viele Datenmengen zusammen. Und die müssen hier von unserem Studio auch zu den Leuten hintransportiert werden, die diese Videos eben für euch schneiden. Und das passiert auch mit einem NAS von Synology, was etwas größer dimensioniert ist als das, was wir euch hier heute gezeigt haben. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und ich würde sagen, kommt mal einfach mit. Hey Olli. Hey Vera, moin. Na, was machst du so Schönes? Ich sichere gerade Daten vom letzten Shooting. Mhm. Und dann schiebst du die auf das NAS? Genau, da sind die schon drauf. Ah, okay. Mhm. Wir drehen ja hier gerade auch ein cooles Video zum Thema Anwendungsszenario beim oder Szenarios beim NAS. Und ihr habt ja hier auch eins. Das ist ja ein bisschen größer dimensioniert, ne? Genau. Was ist das für eins? Das ist das DS1522 Plus von Synology. Mhm. Mhm. Hat 5 Laufwerke. Also 5 Schächte für Laufwerke. Ja. 4 sind gerade in Nutzung mit jeweils, ich glaube, 8 Terabyte Platten drin, die wir als RAID 6 Verbund da eingebunden haben. Mhm. Was so viel heißt wie, die Arbeitsgeschwindigkeit ist schnell genug, dass man auf die Daten zugreifen kann. Aber es können sogar 2 Platten von den 4 ausfallen und es ist trotzdem noch alles da. Verstehe, ja. Okay. Also es ist ein bisschen krasser als die NAS-Systeme, die wir uns vorher angeschaut haben mit den 2 Platten. Und wie arbeitet ihr damit? Warum steht das hier? Das steht hier einfach als zentraler Datenspeicher im Studio. Und da können auch Redakteure, wenn sie hier arbeiten, noch auf Daten von vergangenen Shootings zugreifen und was nachschauen. Und wir sichern halt unsere Drehdaten oder Shootingdaten direkt drauf, sortieren die da und laden sie dann auf ein anderes NAS im Office hoch. Und also das, die kommunizieren quasi miteinander? Genau. Okay. Die sind connected und synchronisiert. Mhm. Und das wirklich Schöne daran ist, ich schiebe etwas hier in den Upload-Bereich rein und muss mich danach gar nicht kümmern. Ich kann meinen Computer ausmachen, nach Hause gehen. Mhm. Das NAS arbeitet dann die Nacht durch und am nächsten Tag sind Daten dann dort.
auf dem anderen NAS verfügbar, auf das dann Kollegen aus dem Homeoffice, wie Kollege Carlos zurzeit aktuell sogar aus Schweden, darauf zugreifen kann und einfach damit arbeitet. Cool. Das ist ein etwas professionelleres Anwendungsszenario, als wir das jetzt besprochen haben, aber trotzdem sehr interessant. Ich finde ein NAS-System auf jeden Fall ziemlich cool. Ich nutze es ja auch privat zu Hause, auch ein NAS-System von Synology. Auch dazu habe ich auf meinem Kanal schon einige Videos gemacht und ich könnte mir ein Leben ohne das Ding nicht mehr vorstellen. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn mein Laptop damals abgeraucht wäre, ohne Backup. Keine Ahnung. Aber das Ganze gibt es ja nicht nur von Synology, sondern von ganz vielen anderen Herstellern auch. Dazu haben wir euch mal unten in der Videobeschreibung ein paar Videos verlinkt. Und das hier in dem Video waren auch nur ein paar Anwendungsbeispiele. Es gibt so viele Sachen, die ihr mit einem NAS-System machen könnt. Ihr könnt damit zum Beispiel auch euren eigenen E-Mail-Server aufsetzen oder eure Überwachungskameras steuern und im Blick behalten. Also es gibt mannigfaltige Anwendungsszenarien für ein NAS-System. Wenn ihr auch noch nie ein NAS-System ausprobiert habt und einfach mal euch so ein bisschen ein paar Funktionen anschauen wollt, es gibt die Möglichkeit, eure Fritzbox zu einem NAS umzufunktionieren. Und auch dazu haben wir mal ein Video gemacht, das wir euch hier mal im Abspann verlinkt haben. Wir würden uns auch über ein Like und ein Abo freuen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder.